Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute die Rubrik Expedition. Habe ich mir extra einfallen lassen als eigene Rubrik. Wenn ich im Urlaub bin, will ich auch vielleicht hin und wieder mal ein kleines Video drehen. Und so bin ich heute am Gardasee und will euch ein bisschen über die Gegend vom Gardasee erzählen, will euch ein paar interessante Geschichten bieten. Und ich würde einfach sagen, fangen wir an. Die erste Geschichte, die ich zu erzählen habe, sind die sogenannten Galeas del Monte, die Galeeren der Berge. Und zwar sind wir hier am Gardasee und hinter mir im Süden findet sich die Stadt Brescia am südlichen Rand des Gardasees. Und Brescia war vom Herzog von Mailand belagert. Wir sind im Jahre 1438 und Brescia gehörte zu Venedig. Wir finden Venedig auf dieser Seite hier drüben, ungefähr 150 Kilometer entfernt. Und in die andere Richtung, 150 Kilometer ungefähr, ist Mailand. Wir hatten uns mit Venedig schon mal beschäftigt. In Nummer 7, das Losverfahren, da hatte ich euch erzählt, dass in Venedig der Doge, so hieß der Chef, das Oberhaupt von Venedig, in einer Mischung aus Losverfahren und Wahlverfahren bestimmt wurde. Und dieser Doge war Francesco Foscari. Ich halte euch mal ein Bild in die Kamera. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Das ist ein Bild der Doge Francesco Foscari. Und der hatte eben vor, den Landanteil an Italien von Venedig auszudehnen und kam dadurch in Streit mit dem Herzog von Mailand. Der Herzog von Mailand war Filippo Maria Visconti. Ich halte euch auch mal ein Bild in die Kamera. Das war der letzte Regent von Mailand aus dem Hause, aus der Familie Visconti. Danach kamen die Sforza. Naja, jedenfalls waren die Venezianer Venedig bis an den Nordrand des Gardasees vorgedrungen. Den übrigen Bereich hielt Mailand und Mailand belagerte die Stadt im Süden Brescia. Und nun kam der Doge auf die Idee, zu versuchen, über den Gardasee runter in den Süden zu gelangen und die Stadt Brescia und die belagerten Anhänger der Seerepublik Venedig zu entsetzen, also zu Lebensmittel hineinzuführen und die Belagerung aufzuheben. Also kamen die Venezianer auf die Idee, Galeeren und Boote zu versuchen, in den Nordbereich des Gardasees zu transportieren. Der Gardasee hat keinen schiffbaren Zufluss, also war nur ein Transport der Schiffe über Land möglich. Und genau dies taten die Venezianer. Und zwar 1439 wurden ungefähr 5 bis 6 Galeeren und 25 Boote über die Edge aus der Adria heraus und Verona liegt auch so in diese Richtung hier ungefähr, über Verona die Edge hochgezogen und zwar bis hinter den Monte Baldo. Wir sehen das hier, ein Gebirgszug, der sehr hoch ist, der senkt sich nach Norden hin wieder ein bisschen ab und genau über diesen nördlicheren, tieferen Abschnitt des Gebirges, dort schleppten die Venezianer also ihre 5 bis 6 Galeeren, so wird berichtet, und 25 Boote, die von 2000 Zugtieren, also Ochsen und Rinder, gezogen wurden über eine Passstraße. Und es dauerte wohl 3 bis 4 Monate, bis die Galeeren dort anlegten oder angelangten am Norden des Gardasees. Eine Galeere, das ist dieser Schiffstyp, der für sicherlich 400, 500 Jahre, wenn nicht noch länger, in seiner modernen Bauweise maßgeblich der Schiffstyp auf dem Mittelmeer in Europa war. Man sieht die Ruderer, man sieht den Masten, der aufgestellt ist, die Segel sind eingerollt und dieses Bild beschreibt die Rückkehr eines Botschafters, ich glaube eines venezianischen Botschafters, in die Botschaft in London. Da bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Und es ist auch überliefert ein altes Bild über diesen Galeus del Monte Vorfall, den Transport dieser Galeeren. Ich halte es auch mal ins Bild. Augenblick, das muss ich so rumhalten. Und zwar sieht man eine grüne schlängelnde Linie. Das ist der Edge
der hinter diesem großen Gebirge, das ich gerade gezeigt habe, sich entlang schlängelt. Und dann sieht man auf der linken Seite sieht man den Nordrand des Gardasees. Und diese Strecke zwischen dem grünen Fluss und dem grünen nördlichen Teil des Gardasees wurde überbrückt eben durch Schleppen der Galeeren über Wasser. Gut, im März 1439 sind die Galeeren dann angekommen am Norden des Gardasees und dann ist es zu einer Hauptseeschlacht im September 1439 bei Maderno, das liegt so ein bisschen im Süden hier, vielleicht sogar so schräg unter uns. Da kam es dann zu einer Seeschlacht zwischen den Mailänder Schiffen und den über den Berg geschleppten Galeeren der Venezianer. Und leider ist es so, das waghalsige Unterfangen der Venezianer hat sich nicht rentiert. Sie unterlagen in dieser Seeschlacht. 1440 allerdings bauten die Venezianer wieder im Nordteil direkt nun am Gardasee eine neue Flotte. Sie mussten dafür natürlich auch wieder das ganze Baumaterial über die Berge schleppen. Und es geschah dann tatsächlich, dass sie die Mailänder Flotte hier auf dem Gardasee besiegen konnten und die Stadt Brescia im Süden dann entsetzen konnten, also mit Lebensmitteln versorgen konnten und die Belagerung der Mailänder beenden konnten. Gut, das ist die Geschichte der Galeas Permontes, die Galeeren der Berge. Die ist also sehr berühmt, eine der sozusagen spektakulärsten Geschichten am Gardasee. Was gab es sonst noch am Gardasee Interessantes? Zu erwähnen ist 1796 die Schlacht bei Castiglione. Castiglione liegt auch hier im Süden, also hier wird es immer gebirgiger, geht nach Norden hoch in die Alpen sozusagen rein. Und im Süden flachen die Alpen langsam ab und gehen in eine große Ebene über. Und am Süden beginnt sozusagen eigentlich dann die Ebene und dort fanden viele historische Ereignisse statt, die berichtenswert sind. So zum Beispiel eben die Schlacht bei Castiglione 1796. Der 28-jährige Napoleon, also ihr wisst, der hier mit der immer die Hand im Rock hatte und hier oben hielt, weil er wahrscheinlich Magenschmerzen hatte, so wird berichtet. Jedenfalls 1796 als 28-jähriger General wurde er von den Chefs der französischen Revolution wurde er beauftragt, hier die Norditalien-Armee von Frankreich zu führen. Und er besiegte auch dann tatsächlich die Österreicher. Dieses ganze Gebiet, muss man sich vorstellen, war sehr stark unter österreichischem Einfluss. Italien war zersplittert in einzelne Länder und eben Frankreich sozusagen aus dieser Richtung hier drüben kommend und Österreich aus der Richtung da drüben kommt, die trafen sich sozusagen immer öfters hier im oberitalienischen Raum unterhalb der Alpen, um ihre territorialen Ansprüche geltend zu machen. Zum Beispiel am 13. Juni 1800 die Schlacht bei Marengo. Napoleon war 1799 zum ersten Konsul ernannt worden von, der Revolutionsregierung, wobei das natürlich ein Staatsstreich war. Napoleon ergriff die Macht nach der Französischen Revolution als Herrscher und hängte sich sozusagen das Mäntelchen des ersten Konsuls um. Und wir kennen diese Geschichte. Wurde ja versucht, in der Geschichte auf Rom Bezug zu nehmen. Und was ist Napoleon sozusagen eingefallen? Der Konsultitel. Und er verändert natürlich jetzt den Bedeutungsgehalt des Wortes Konsul. Wir haben gelernt, in der Video 2 war das, dass es ja zwei Konsule gab, die Geschicke Roms bestimmten. Und durch die Zahl 2 sollten sich halt gegenseitig kontrollieren. Und wenn er sich jetzt nun erster Konsul nennt von Frankreich, dann ist das natürlich dann ein Zeichen dafür, dass er eigentlich eine Machtbalance-Institution missbraucht im Begriff, um seine Alleinherrschaft zu rechtfertigen, also erster Konsul, wieder mal ein Rückgriff auf Rom. Naja, er machte also den Staatsstreich 1799, nannte sich erster Konsul und auch hier führte er eine Schlacht bei Marengo 1800 aus und zwar verbündeten sich die umliegenden Staaten immer gerne gegen Frankreich in dieser Zeit, weil das absolutistische Staaten waren und die mochten überhaupt nicht, dass Frankreich nun durch eine Revolution ihren König los wurde, ihm den Kopf abgeschlagen hat und sozusagen Republik wurde, während außenrum alles noch von Königen beherrscht wurden und diese Königtümer schlossen sich gerne in verschiedenen Koalitionen, die durchnummeriert werden, um sie zu unterscheiden, zusammen um Frankreich eben oder die Republik Frankreich zu beseitigen und ein Königtum wieder zu installieren, das ihrem eigenen Königtum entsprach. Gut,
Weiter geht es. Es ist ein blutiges Feld, blutgetränkt hier. 1859 die Schlacht bei Solferino. Auch wieder Freiheitskämpfer, italienische Freiheitskämpfer. Das Königreich Sardinien war damals sozusagen der Träger des Gedankens der Einheit Italiens. Zusammen mit Frankreich wieder gegen Österreich. Also Österreich bot hier 150.000 Mann auf und 17.000 Reiter und Frankreich 118.000 Mann unter Napoleon dem Dritten. Und bei dieser Schlacht, der Schlacht bei Solferino 1859, kam zum ersten Mal eine Ballonaufklärung zum Einsatz, was ich ganz interessant fand. Zum ersten Mal ließen Armeen Ballone in die Luft steigen, um von oben einen besseren Blick auf die gegnerischen Aufstellungen der Armeen zu haben. Naja, es war ein Sieg von Frankreich und dem Königreich Sardinien und die Lombardei, also dieses Gebiet hier, geriet unter die Herrschaft des Königreichs Sardinien und der Anfang der Einigung Italiens war gemacht. Jedenfalls, es gab 30.000 Tote in dieser Schlacht, die war ungeheuer blutig und 40.000 weitere Soldaten erkrankten wegen Nahrungsmangel und Erschöpfung und starben auch deswegen. Also der Hauptanteil dieser unfassbar vielen Toten nach dieser Schlacht ist zurückzuführen eben auf die schlechte Versorgung. Und ein Schweizer Kaufmann, Henri Dunant, der von 1828 bis 1910 lebte, wurde Zeuge dieser Schlacht, wohl eher zufällig. Und er war so entsetzt von dem Leiden der Soldaten, die praktisch nicht versorgt wurden und dahin siechten, verhungerten teilweise und an ihren teilweise auch durchaus kleinen Wunden starben. Das verursachte in ihm so ein Mitleid, dass er eine Einrichtung zur Pflege von Soldaten gründete, die dann letztlich 1860 in der Gründung des Roten Kreuzes mündete. Das Rote Kreuz also, gegründet durch Henri Dunant, einem Schweizer Geschäftsmann, nach den Erfahrungen der Schlacht von Solferino. Und auch auf seine Initiative ging 1864 die Genfer Konvention sozusagen in Arbeit. Das heißt, es wurde geregelt, was man zum Beispiel mit Kriegsgefangenen machen darf und wie man zum Beispiel Lazarette auf dem Schlachtfeld, die man zum Beispiel vom Gegner erobert, zu behandeln hat. Solche Sachen. Der tapfere und sehr engagierte Henri Dunant war dann lange vergessen. Er, glaube ich, ging pleite. Man verzieh ihm das nicht in der Geschäftswelt. Er war dann sehr einsam. Aber tatsächlich, irgendwann besannen sich die Menschen und gedachten seiner wieder. Und 1901 erhielt er dann für sein Engagement zur Gründung des Roten Kreuzes und Erlass der Genfer Konvention bekam er dann 1901 den Friedensnobelpreis. Er ist also sozusagen mit einem anderen Mann zusammen, der erste Träger des Friedensnobelpreises. Gut, was haben wir noch zu berichten? Eher von lokaler Bedeutung. Die Geschichte von Sanzanu. Sanzanu war hier lokal berühmter Mann. Und zwar wegen eines Ehrenstreites flüchtete er hier in die Berge. Also wenn man sich hier so mal umschaut, man sieht, wie hügelig das ganze Gebiet hier ist. Also sehr wild und zerklüftet. Und dieser Sanzanu, der also war mit fünf seiner, wie soll ich sagen, Räuber in den Bergen oben hier und entschloss sich dann eines Tages wieder runterzugehen hier in das Dorf und einen reichen Dorfbewohner zu entführen. Und dieses Dorf hier ist ein Teil Teil von sieben verschiedenen Dörfern und da haben sich dann die Bürger relativ spontan dazu entschlossen, diesen Räuber Sanzanu, der sein Unwesen schon seit vielen Jahren dann hier im Gebirge trieb, zu bekämpfen und haben dann Steine, Knüppel und Gewehre genommen und haben ihn den ganzen Tag lang gejagt. Nach und nach konnten sie einen nach dem anderen dieser Räuber erledigen. Gegen Nacht versuchte dann Sanzanu nach Süden durchzubrechen, im Schutz der Dunkelheit, versucht in diese Richtung hier auszubrechen, aber er wurde dann auch noch gestellt in einem Flusstal hier unten.
Und dort fand man dann seine Leiche von einer Kugel durchbohrt. Insgesamt verloren bei dieser Schlacht von Tignale, verloren eben die 5 Räuber plus der Räuberhauptmann Sanzano sein Leben und 4 bis 5 weitere Bürger aus Tignale hier. Und das Ganze wäre in Vergessenheit geraten, wenn nicht in die stolzen Bürger, die auf ihre Tat zu Recht sehr stolz waren, beschlossen hätten, ein Bild malen zu lassen von einem anerkannten lokalen Maler hier und dieses Bild in einer großen Kirche hier aufzuhängen. Und das ist diese Wallfahrtskirche. Und da hängt dann das Bild bis heute. Und so können sich die Leute immer noch daran erinnern, an die große Schlacht von Tignale, bei der der Räuberhauptmann Sanzano mit 5 seiner Spießgesellen zur Strecke gebracht wurde durch den vereinten Einsatz aller Bürger der 7 Gemeinden hier von Tignale. Gut, was war noch so los? In der Neuzeit kann man erwähnen den Ersten Weltkrieg. Hier verlief die Front, man muss sich das vorstellen, auch wieder Österreich im Spiel, bis hier zur Mitte von dem See, das war alles italienisches Gebiet, hier runter auch alles italienisches Gebiet und hinter uns fing sozusagen das österreichische Gebiet an und da gruben sich dann die Soldaten eben ein. Ich habe hier noch ein Bild von der Kriegskarte, ich glaube das ist 1916, hier sieht man, wenn ich das mal so reinhalte, hier sieht man hier unten den Gardasee, wir sind jetzt also hier, so in der Mitte im Westen und man sieht hier oben den Grenzverlauf, also nördlich des Gardasees, oberhalb des Gardasees, hier oben alles österreichisches Gebiet und dann im Süden italienisches Gebiet. Hier in dem Bereich tat sich dann kriegstechnisch nicht so viel. Es gibt hier einige Stellungen, wo sich die Soldaten dann von beiden Armeen eingegraben hatten und ihre Maschinengewehre in Bunkern platziert hatten. Aber ansonsten gab es hier wenig Bewegung in der Front, aber gleichwohl ist das auch hier eben ein Kriegsschauplatz geblieben, sozusagen bis zum Ersten Weltkrieg. Ja, dann ist vielleicht noch zu berichten, dass es da unten eine sehr gute Pizzeria gibt mit ausgezeichnetem Rotwein und ich will jetzt mein YouTube-Video damit beenden, anzukündigen, dass ich jetzt nun genau dahin gehe und eine leckere Pizza und ein Rotweinfläschchen trinken werde. Bleibt mir treu, bis demnächst und tschüss.